Einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir fangen tatsächlich ein neues Factorio-Projekt an, in dem Fall, ich sag jetzt mal hardcore-mäßig gemoddet. Ich meine, man sieht das schon auf den ersten Blick. Ich weiß noch nicht so genau, ob das eine gute Idee war oder vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall werden wir damit wahrscheinlich grundsätzlich erstmal überfordert sein. Und moin, Mr. Isaac, willkommen. Ja, endlich wieder ein Stream. Ich habe tatsächlich die letzten anderthalb Wochen mit Covid zu kämpfen gehabt. Trotz doppelter Impfung, trotz Booster-Impfung und was nicht alles. Scheint super funktioniert zu haben. Naja, gut, was soll's. Mein Hals ist noch nicht so ganz wieder fit, also noch nicht so hundertprozentig. Wir gucken mal, wie lange das heute gut geht. Und machen dann dementsprechend irgendwann Schicht im Schacht, wenn es nicht mehr gehen sollte. Schauen wir mal. Jo, Steffen profitiert hier immer noch von dem Night Gifted Sub Geschenk-Abo. Wahnsinn, vielen, vielen Dank für den Support. Ja, bevor wir loslegen, schauen wir erstmal die Modliste rein, die wir übrigens auch über Ausrufezeichen Factorio Mods einsehen können. Ja, schauen wir einfach kurz rein. Wir haben nämlich einen Haufen Kram hier mit drinne. Und ich muss dazugeben, ich habe Factorio in der Hinsicht noch nie gemoddet gezockt. Wir hatten bisher immer nur so ein paar Quality of Life Modifikationen mit dabei. Und das Ding hier, was ich hier zusammengebaut habe, wird uns wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit beschäftigen und es ist fragwürdig, ob wir das überhaupt irgendwann beenden werden. Aber egal, man kann ja erstmal anfangen, glaube ich. Jo, was haben wir mit dabei? 248K. Wenn wir Bock haben, nachher schwarze oder weiße Löcher zu bauen, können wir das damit machen. Ist eher so ein Endgame-Ding. Brauche ich, glaube ich, noch nicht viel zu sagen, weil das kommt später. Natürlich sind hier ein paar Dependencies, also ein paar Abhängigkeiten drin von unseren Kernmodifikationen wie Castorio 2 und Space Exploration. Und dazu gehört auch AI Industry und die ganzen anderen Geschichten hier. Und wir haben auch hier natürlich ein paar Quality of Life Geschichten mit drin, wie zum Beispiel Auto Deconstruct. Diese Alien Biomes, die gehören oder sind eine Abhängigkeit von diversen Dingen. Dementsprechend ist es mit drin. Wir haben Blueprint Extensions mit drinne. Ich weiß aber nicht so genau, ob wir das so oft verwenden werden. Wahrscheinlich werden wir eher Copy-Paste-Dinge tun, denn ein komplettes Blueprint-Book für so ein hardcore gemoddetes Factorio ist echt schwierig. Müssen wir mal schauen, ob wir da was machen oder ob wir es nicht machen, je nachdem. Ja, ansonsten die allgemeinen Dinge. Bottleneck ist mit dabei, unser Taschenrechner ist mit dabei. Moin Masaki, willkommen. Wir haben für den Start oder generell für Spiele eine kleine Vereinfachung drin, weil das Modpack generell, ja, ich sag mal, genügend Probleme und Dinge aufwirft. Deswegen sind hier diese Companion Drones mit drin. Die werden uns am Anfang sehr stark unterstützen, was Ressourcenabbau angeht, in Bezug auf Steine. Wir können von vornherein quasi per Ghost Building Dinge bauen. Ist ein bisschen overpowered, gerade für den Start. Aber ich finde, das ist okay, wenn man den Umfang dieses Modpacks betrachtet. Jo, richtig, Masaki. Wir haben Castorio 2 mit drin und andere Dinge. Genau, noch eine Vereinfachung, Far Reach. Ja, man kann quasi mit dieser Modifikation über den gesamten Bildschirm hinweg bauen und abbauen und Dinge tun. Ist hier, glaube ich, notwendig. Das ist okay, denke ich. Ich habe dann nur noch mal hier diesen Helm-Mod mit draufgebaut. Das ist so ein Kalkulationstool. Ob wir das viel benutzen oder umfangreich benutzen, weiß ich noch nicht. Werden wir dann mal sehen. Informatron ist auch eine Abhängigkeit von, ich glaube, Castorio war es, weiß ich nicht genau, genau wie Jetpack. Und hier haben wir halt Castorio 2 selber, inklusive der Assets, die man halt braucht. Ja, der gute alte Max Rate Calculator ist mit dabei. Wir haben Mining Drones, das werden wir gleich zu Beginn wahrscheinlich nutzen. Ist eine ganz lustige Geschichte, aber an sich nur Spielkram. Ich habe das mal mit reingenommen, weil ich dachte, ja gut, kann man ja machen. Genau, ich habe Ore Eraser nochmal mit draufgelassen. Ob wir das nutzen, weiß ich nicht, werden wir sehen. Die gute alte Playtime-Modifikation zur Anzeige der Spielzeit ist auch mit dabei. Und ich glaube, das Ding wird dieses Mal den Rahmen sprengen. Du meinst FNEI? Naja, muss man gucken, je nachdem. Genau, dann haben wir PSM mit drin, also dieses Production Statistics Monitor Hub-Ding. Werden wir wahrscheinlich auch nicht so umfangreich nutzen, weil die ganze Forschungsgeschichte ja sowieso grundlegend anders läuft hier. Also was die Materialien dafür angeht und Co. Wie so einige andere Dinge auch. Das werden wir später sehen. Ja, Robot Attrition ist auch eine Abhängigkeit, genau wie Shield Projector. Simple Satellite GUI. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das so genau oder so viel brauchen werden. Ist auf jeden Fall mit drin, weil irgendwann wurde ja, glaube ich, mal mit der 1.0 wurde ja die Anzahl der hochgeschossenen Satelliten entfernt, also im Vanillaspiel, und das Ding fügt das wieder hinzu. Ich habe noch nicht mal eine Map-Masaki, eins nach dem anderen.
Genau, dann haben wir halt Space Exploration mit dabei. Es soll heißen, wir brauchen nicht mehr Dyson Sphere Program spielen, weil jetzt haben wir das hier mit dabei. Inklusive diverser Extra- und Grafikpacks und so weiter. Wird schon schief gehen. Ne, wir machen Gegner gleich an. Genau, Squeak Through, der Luxus-Mod schlechthin, damit man durch die, ja, diverse Dinge durchlaufen kann, wie zum Beispiel Rohre und ähnliches. Und wir haben wieder unseren Yet Another Resource Monitor mit dabei, Yarm, damit wir unsere Erzvorkommen ein wenig im Auge behalten können. Und das war's im Grunde ja schon. Ja, wenn man das so sagen möchte. Ja, also das ist es eigentlich. Ich habe keine Ahnung, ob wir das überhaupt irgendwie mal durchzocken werden oder irgendwie schaffen werden. I don't know. Wir werden das sehen. Gut, auf jeden Fall machen wir ein neues Spiel. Das steht fest. Genau, freies Spiel haben wir drin. Da gehen wir auch weiter. Wir gehen auch gleich in die Vorschau mit rein. Ja, wir sehen schon, hier ist ein Haufen an Material mehr mit dabei. Ich weiß auch gar nicht so genau. Ich glaube, wir lassen das einfach auf Standard. Oder drehen wir es ein bisschen hoch? Nee, wir machen das so Standard. Wir sind sowieso, also ich bin jetzt schon mit der Map-Erstellung ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Genau. Gelände. Was wir nicht haben wollen, sind Klippen, weil Klippen nerven. Planetengröße. Ja, wir haben ja mit dem Space Exploration Mod haben wir ja verschiedene, ja, Planeten oder sagen wir Regionen, die wir anfliegen können. Da ich nicht weiß, wie genau sich das auswirkt, machen wir die auf Maximum. Des Weiteren, Bäume lassen wir so drinne, weil wir haben hier Dinge, die wir mit Bäumen machen müssen, tatsächlich. Wir können das auch runterdrehen, weil wir das später dann sowieso über Gewächshäuser machen können. Ja, ich habe schon mal ein bisschen reingeguckt, also so 2-3 Spielstunden mit diesen ganzen Mods habe ich schon, aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisberges, ne, ganz klar. Was wir auf jeden Fall machen, wir drehen Wasser ein bisschen runter auf 33. Und dann schauen wir mal. Jo, moin Pandora, willkommen. Ja, ich habe ein bisschen Corona gehabt, deswegen ging das mit dem Hals nicht so. Ich bin auch noch nicht ganz durch mit der ganzen Geschichte. Wir gucken mal, wie lange das heute gut geht. Und dann schauen wir mal. Ja. Genau, ich habe eben gesagt, wir spielen mit Feinde. Machen wir auch, aber wir werden das ein bisschen eindämmen. Und zwar, wir werden ohne Pollution spielen, damit wir diese Performance sparen können. Wir werden den Zeitfaktor für die Evolution ausstellen und die Umweltverschmutzung auch. Das bedeutet, die Viecher entwickeln sich quasi nur, wenn wir sie angreifen. Und genau, wir werden auch diesen friedvollen Modus noch aktivieren. War das hier mit dabei? Ich habe keine Ahnung, wo das war. Ach, ach egal. Ach hier, genau, richtig. Das wollen wir haben. Ne, die Zeiten sind vorbei. Genau, dann haben wir das Ding aus. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Was machen wir noch? Wir könnten hier und da noch ein bisschen was rumdrehen, was so... Wobei, nee, ja, wir können das auch auf Standard lassen eigentlich. Ah nee, halt, eine Sache wollte ich noch machen. Und zwar, Größe vom Startgebiet drehen wir auf Maximum. Das heißt, ja, wir haben Feinde dabei. Die sind aber, Punkt A, weit weg. Die greifen nicht zuerst an. Sie evolutionieren nicht mit Pollution. Und evolutionieren nicht über die Zeit hinweg. Damit sollten wir auf jeden Fall, ich hoffe, genügend Möglichkeiten haben, uns nachher zu wehren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen, würde ich behaupten. Und ich glaube, wir nehmen einfach dieses komische Ding. Man sieht jetzt schon auf den ersten Blick, da ist ein Haufen anderer Biomkram mit dabei. Dieses Lilane sind, glaube ich, diese Alien-Biome. Dann ist Schnee mit dabei. Da sind irgendwelche Sümpfe mit drin. Das ist auf jeden Fall super umfangreich, ne? Jo, ich glaube, wir starten das einfach. Oder machen wir die Ressourcen doch noch ein bisschen höher? Nee, komm, ist mir zu viel angeklickt. Let's go. Ja, das Modpack wird uns auf jeden Fall ein wenig, ja, wahrscheinlich den letzten Nerv rauben. Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen. So, da ist unser Wrack. Da würde ich erstmal gerne rauslaufen. Ja, das ist super. Genau, wir haben hier diese lustigen Drohnen mit dabei. Das sind diese Construction Drones. Das schmeißen wir mal raus. Koronale Massenauswürfe haben wir übrigens auch mit dabei. Der Informatron spammt uns zu. Erstmal zumachen und gucken. Das wäre, glaube ich, einfacher.
Genau, ich hatte vorhin oder neulich schon mal kurz reingeguckt in dieses Pack. Und zwar haben wir bei diesem abgestürzten Raumschiff ein paar Möglichkeiten. Da sind nämlich Schiffsmontagemaschinen mit dabei. Die muss man nicht nutzen, die kann man nutzen. Lassen wir erstmal so im Raum stehen, würde ich behaupten. Aua, wir kriegen von irgendwo Schaden. Das ist der hier, glaube ich. Aber das ist okay. Fängt auf jeden Fall schon mal super an, würde ich sagen. Ja, wenn wir einfach mal kurz in diesen Forschungstree reingucken, dann sehen wir, das sieht alles ganz anders aus. Und da sind ein paar mehr Dinge drin, die wir erforschen können. Ja. Gut, lassen wir das mal so stehen, glaube ich. Genau, wir haben hier oben einen Haufen Kram, was Sternkarte und Co. angeht. Da brauchen wir uns doch gar nicht mit auseinandersetzen erstmal. Das sind Dinge, die kommen später. Und ja, bin gespannt. Ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Was haben wir denn überhaupt da? Ein wichtigster Schritt ist immer am Anfang gleich die Alt-Taste einmal drücken. Wir sehen, wir haben hier ein paar Eisenplatten drin. Sieht alles ein bisschen anders aus, glaube ich. Ja. Okay. Wir haben auf jeden Fall anscheinend einen großen Beißer im Inventar. Kann man auch mal machen, aber ich glaube, die kann man irgendwie bestechen, dass sie für einen selber kämpfen. I don't know. Werden wir sehen. Genau, die Frage ist, diese Drohnen. Vorhin hatte ich ein Problem, da wollten die nicht out of the box funktionieren. Doch, tun sie. Okay, sehr schön. Das Holz snacken die erstmal den internen Speicher, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist aber nicht so wild erstmal, das ist okay. Gut. Ne, den kleinen Kram lassen wir da. Wir haben genau einen so ein Förderdingens. Und für den hier brauchen wir jetzt Steine und Eisen. Ach ja, genau. Was ich übrigens sehr begrüße, man kann hier bei den Smeltern direkt auswählen, was die machen sollen. Und das Coole ist, Max Rate Calculator geht damit dann auch. Finde ich ganz geil. Ich glaube, diese Auswahlgeschichte für die Smelter sollte man eigentlich auch in Vanilla übernehmen, weil das ist eine super Sache. Aber ist okay. Schrottteile einsammeln? Ja, später. Ich will erstmal ein paar Dinge anschmeißen. Wichtig ist, oder Frage wäre, hier unten sind ganz viele Steine. Ja, und deswegen habe ich diese Drohnen mit dabei. Die können das Zeug nämlich erstmal einsammeln. Dann haben wir Steine. Übrigens, wir sehen schon, in diesem sandigen Gebiet laufen wir wesentlich langsamer. Ja. Was die Sache natürlich auch noch wesentlich angenehmer macht. Werden wir sehen. Ach ja, ansonsten, nice to know. Ich überlege gerade noch, ob man das vielleicht folgentechnisch auch auf YouTube bringen könnte. Dementsprechend haben wir auch keine andere Musik in irgendeiner Art und Weise gerade an, sondern nur Ingame-Kram. Ob wir das durchziehen, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, je nachdem. So, ich würde erstmal ein paar Ziegelsteine haben wollen, weil dann können wir nämlich schon mal hier unsere, ich hätte beinahe gesagt, endlose Kohlegeschichte bauen. Aber so einen zweiten Miner können wir da auf jeden Fall gebrauchen. Jo. Haben wir da schon was? Jep, da geht was. Nachtschicht. Ja, okay. Schauen wir mal. Gut, dann kann der schon mal vor sich hinrödeln. Und ja, im Grunde genommen können wir erstmal warten, bis wir weitere Steine haben, weil wir brauchen mehr Miner. Oder... Nee, wir brauchen sowieso erstmal Miner, weil ich will unbedingt mal diese hier Mining-Drone-Geschichten testen. Weil wenn wir die Mods schon mal dabei haben, ne, dann können wir das auch mal eben machen, glaube ich. Genau, das packen wir rein. Das können wir mitnehmen. Und dann holen wir uns zuerst mal eine Fuhre Eisen. Wir haben hier so ein gemischtes Ding, ne? Aber hier kriegen wir nur Eisen raus. Können wir irgendwie alles verbrauchen, das ist okay. Öfen brauchen wir sowieso ein paar mehr. Das ist, glaube ich, in Ordnung, wenn wir da ein paar von machen. Ja. Genau. Ich lasse diesen Kleinkram hier nochmal liegen, weil das dauert mir zu lange. Wir können nämlich nachher oder relativ zeitnah schnellere Werkzeuge erforschen. Und dann können wir diesen ganzen Kleinkram mal abbauen. Ich lasse auch erstmal noch hier diesen Generator stehen, plus diese Montagemaschinen, plus dieses Forschungsding. Aber eigentlich ist es egal. Wir lassen es trotzdem mal da. Achso, übrigens, vergesse ich jedes Mal wieder. Wir können hier auswählen, was wir machen wollen. Ist irgendwie geil, aber ungewohnt halt, ne? Ich meine, hier wird alles ungewohnt sein, weil der Kram, ich sag mal, grundlegend neu sein wird. So, wir brauchen Eisen. Wird schon irgendwann kommen. Wir haben, glaube ich, genau, guck mal, wir haben sogar Stromleitung bekommen. Das heißt, wir könnten theoretisch den Kram verkabeln. Mache ich jetzt aber noch nicht, ehrlich gesagt. Nee. Erstmal ganz entspannt hier loslegen. Ach so, genau. Übrigens, die ganzen Rezepte sind natürlich anders. Habe ich eben schon gesagt, das fängt sogar bei diesen grundlegenden Sachen an wie Eisenplatten.
Ja, die haben eine andere Herstellungszeit, brauchen andere Mengen und stellen andere Mengen her. Also es ist komplett anders. Das heißt, wir brauchen auch gar nicht anfangen, irgendwelche alten Blueprints zu verwenden, weil es macht keinen Sinn. Aber das ist okay, das ist mal wieder alles neu. Ja, und wie gesagt, ich gehe davon aus, wir sind erstmal grundlegend überfordert, aber das ist okay. Kann man da langsam mal was rausholen? Ja, kann man. Genau, wir brauchen nämlich auf jeden Fall mehr von diesen Minern. Wichtig auch hier ist gleich zu Beginn erstmal Eisen organisieren, weil davon brauchen wir am Anfang auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und Kupfer können wir dann später machen, beziehungsweise gleich im Anschluss. Aber auf jeden Fall brauchen wir Eisen. Ich hoffe, das geht von der Helligkeit her noch, weil ich habe das Gefühl, dass die Nächte hier tatsächlich etwas dunkler sind als im Standard-Factorio. Aber ich denke mal, das ist okay. Werden wir sehen. Haben wir nicht hier noch irgendwelche anderen brauchbaren Sachen drin? Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas drin. Genau. Oh, Förderbänder. Ja gut, die brauchen wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Jo. So, wir brauchen mehr Eisen. Ich nehme, keine Ahnung, irgendwo was weg, ist egal. Da wir ja eh diese Drohnen dabei haben, ne? Hier ist ja eh ein Haufen Klump, den wir nicht brauchen, ne? Kriegen wir da irgendwas raus? Geht da was? Jo, ah, da kriegen wir Eisenplatten her. Okay, das ist praktisch. Den dicken bauen die aber nicht ab, ne? Nee, offensichtlich nicht. So, den restlichen Kram lassen wir erstmal da. Das ist natürlich praktisch, weil weitere Förder sind immer eine feine Sache. Na, Hälfte. Steine brauchen wir hier relativ viele tatsächlich zu beginnen. Gut. Und wie gesagt, es ist super ungewohnt, dass man den Smeltern die Rezepte geben muss. Aber egal, kriegen wir hin. Gut. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eisen. Ja, komm, können wir gleich durchbauen. Ist okay. Ich würde für die Kohle gleich noch einen doppelten bauen, weil wir brauchen hier relativ viel Kohle. Ich glaube, wir brauchen generell von allen Sachen mehr. Wie gesagt, ich habe mir diesen Modded Factorio gedöns, habe ich echt nicht viel Plan. Aber müssen wir durch. Jetzt haben wir dort angefangen. Ja, so eine Scheiße, ey. Egal. Okay, also die Dinger sind eisentechnisch relativ teuer. Das Coole daran ist, wir brauchen das Zeug nicht mit Kohle befeuern. Ich würde, glaube ich, einfach ein bisschen Eisen mal sparen und mal gucken, was wir da rausbekommen. Nächste Frage, Forschung. Hier sind schon mal diese Werkzeuge, ne? Ohne Kupfer brauchen wir nicht anfangen, weil diese ersten Teile brauchen Kupferdraht. Genau. Und Holz. Und hier sehen wir schon, wir müssen es irgendwie schaffen, Holz zu automatisieren. Ich hatte vorhin schon gesehen beim Antesten, man kann diese Gewächshäuser hier bauen. Und keine Ahnung. Ich habe null Peilung, wo wir da ansetzen sollen, ehrlich gesagt. Aber wir machen einfach alles Step by Step. Und dann gucken wir mal, was so irgendwann rumkommt. Man weiß es nicht. So, ich würde vorschlagen, wir machen auch schon mal ein wenig Kupfer. Hier wird die Ecke hier weg, glaube ich. Ich denke, das ist okay. Oh. So, und auch hier machen wir dann natürlich das Kupferzeug mit rein. Genau. Haben wir Kohle? Sollten wir haben, oder? Ich glaube, eine der besten Ideen war tatsächlich diese Far-Reach-Modifikation. Das war einfach, keine Ahnung, wir können von hier unten das Ding da befeuern, ne? Das ist super. Kann man, glaube ich, mal machen. Wie gesagt, ich denke, das ist kein Problem, weil wir haben hier ganz andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Dementsprechend ist es, glaube ich, in Ordnung. So. Wir haben einen Haufen Eisen. Also mehr oder weniger. Wir brauchen aber noch einen Haufen mehr, damit wir mal so ein komisches Ding bauen können. Vor allem diese Drohnen, warte mal. Die brauchen auch nochmal Eisen. Hm, ist tatsächlich relativ teuer. Vielleicht fangen wir doch mal an, den Kram hier abzubauen. Kriegen wir hier noch was raus oder nicht so? Ja. Zahnräder, okay. Ist auch praktisch, weil die brauchen wir auch. Schaltkreise sind da auch drin, ne?
Was ist ein Sentinel? Ach, das sind diese Mini-Geschütztürme, ne? Ja. Bewacht eine kleine Fläche. Okay, cool. Nice. Erstmal so ein Ding bauen. Tipps geben? Ja, kann man machen. Wie gesagt, ich werde mit diesem Modpack sowieso grundlegend überfordert sein. Daher ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber wie gesagt, wir tasten uns... Tasten uns da so ein bisschen ran. Und dann schauen wir mal. Ja. Mini-Radar. Okay. Und warum steht da bewacht eine kleine Fläche? I don't know. Wird schon schief gehen. So, wir holen hier jetzt erstmal Eisen raus. Nachdem wir ein paar von diesen Drohnen gebaut haben. Ja, wie gesagt, ich glaube, damit sparen wir uns die, die Kohle. Ich baue mal so ein Ding, mal gucken. Ach, braucht Strom. Aber, warte mal, wir haben doch hier so ein Ding stehen, ne? Genau. Ich glaube nicht, dass es ein Radar ist. Ja, oder schlecht übersetzt. Kann natürlich sein. Ach, ich hätte es auf Englisch stellen sollen, ne? Naja, ist egal. Passt schon. Ach, jetzt, da ist er. Das ist total geil. Finde ich super. Gut, da bräuchten wir natürlich noch ein paar mehr von. Ja, finde ich gut. Wie gesagt, wir sparen uns halt hier die Kohle. Und das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das machen wir auch gleich mit den anderen Ressourcen. Da können wir die Kisten hier so in der Reihe aufstellen. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall Kohle, Stein, Kupfer auch noch mit raus. Und hier ist nochmal Fett, Kupfer. Was haben wir denn noch hier? Wir haben... Da ist nochmal Kohle. Da ist nochmal Eisen. Hier ist nochmal Stein. Also wir haben eigentlich alles, ja, ich sag mal, zweimal vertreten. Die Mengen sind natürlich überschaubar, aber ja. Ich denke mal, irgendwie kriegen wir das schon hin. So, wir bräuchten da nochmal ein bisschen Kohle. Und wir brauchen immer noch mehr Eisen offensichtlich. Na gut, das war ja zu erwarten. Können wir eigentlich... Warte mal, die können wir doch bestimmt in der Hand craften, ne? Warte mal, ich bräuchte mal Holz. Halt. Ach so, warte, die haben das in ihrem internen Dingens drin, ne? Komm mal raus da. Genau, nächste Sache wäre dann, wir schließen mal dieses Forschungslabor hier an, was hier rumliegt. Und dann könnte man eventuell schon das ein oder andere Mal hiermit erforschen. Genau, dann haben wir diesen Automatisierungskern. Ich überlege zu Beginn noch gar keine befeuerten Greifarme zu bauen. Weil, wie gesagt, ich habe schon mal reingeguckt in das Pack. Und ich glaube, also das ist nicht ganz angenehm. Aber man kommt relativ gut durch, wenn man ja diese befeuerten Greifarme es gibt. Weil wir haben hier die Möglichkeit, die Logistikgeschichte zu machen. Und das Coole ist, da sind diese Loader mit dabei. Oder diese Lader, wie auch immer. Und... Ich tendiere eher dazu, den Kram erstmal so zu versuchen. Und wenn wir dann irgendwann feststellen, das ist vielleicht doch nicht die gute Idee, dann können wir immer noch diese befeuerten Greifarme nehmen, klar. Aber, ja, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, man könnte das vielleicht mal so versuchen. So. Mehr Eisenplatten. Ach so, wir können die ersten schon hier reinschmeißen. Warte mal. Genau, dann kann das Ding schon mal ein bisschen forschen. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Moin Akka, willkommen. Ja, es gibt halt immer viele Lösungswege bei sowas, ne? Und gerade bei so einem umfangreichen Modpack... Keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich zig verschiedene Wege, die man gehen kann.
Aber ja, wie gesagt, wir versuchen das mal, den Kram ja so halbautomatisch zu bauen, also per Handbefeuerung, bis wir die gelben Greifarme bekommen. Natürlich müssen wir vorher auch gucken, dass wir da noch irgendwo Saft herbekommen. Da haben wir hier Elektronik, ne, irgendwie. Oder Kraftstoffproduktion. Es ist halt alles neu, ne? Das ist so geil. Das ist quasi ein anderes Spiel. Das ist schon cool. Mal sehen. So, ich glaube, wir haben noch weitere Forschungskarten hier, ne? Ja, erstmal rein damit. Dann haben wir da wenigstens schon mal so ein paar drin. Und ja. Eisen brauchen wir. Ich meine, klar, die Öfen brauchen immer noch Eisen, das ist logisch. Aber ich denke mal, also wir sparen uns quasi die gesamte Befeuerung der Förderer hier. Ey, das hat sogar eine Füllanimation. Das ist ja geil. Nice. Lol. Warte mal. Zack. So gut. Befeuerten Greifarme später wieder schreddern. Ach so, ja, habe ich gesehen. Da gibt's so einen Recycler oder sowas, ne? Ja. Ja, mal sehen. Wie gesagt, ich denke, wichtiger ist erstmal dieser Automatisierungskern. Was brauchen wir denn hierfür noch? Ja, genau. Dafür brauchen wir den. So, der Kollege möchte Steine haben. Kriegt er? Können wir... Ja. Warte mal, wir haben jetzt 5 da drinnen, ne? Ja, pass auf, dann bauen wir gleich den nächsten schon mal. So, da oben haben wir noch ein bisschen Kupfer fertig. Das nehmen wir auch mit. Jo. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall halt mehr Eisen. So, was wir auf jeden Fall viel bauen können, sind diese Öfen. Das ist auf jeden Fall klar. Werden wir uns einfach mal gönnen hier. Und was machen die? Natürlich Eisen, weil Eisen brauchen wir gerade en masse. Dann nehmen wir das... Ach so. Stimmt. Die Stackgröße ist höher. Daher bringen die vielen Öfen wahrscheinlich gar nicht so viel, wie ich gerade dachte. Aber egal, wir werden nachher den Output ein bisschen erhöhen. Und dann sollte das hinkommen einigermaßen. Nice. Jo, dann ist der schon mal fertig. Das heißt, genau, wir können die Dinger auf jeden Fall schon mal bauen. Gut. Und das bedeutet wiederum, genau, wir haben 2 Stück. Wir brauchen jetzt einmal Kupferdraht. Und dann brauchen wir die Kollegen hier. Genau, weil Holz können wir da so reinschmeißen. Achso, Kohle muss auch noch rein, genau. Okay. Ach, musst du aufpassen hier. So, und Kupfer hauen wir damit rein, genau. Jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, hier einfach so einen Greifarm hinzubauen. Nee, wir machen das per Hand. Erstmal. So, genau. Wir können den nächsten davon bauen. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben noch 3 von diesen Drohnen. Wir brauchen noch 2 weitere. Und dann würde ich sagen, dass wir die Kohlegeschichte auch schon mal umstellen. Ich meine, die Ressourcen, die wir hier haben, das ist nicht viel, ne? Das ist also 98k Eisen. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, wir haben den Vorteil, dass wir hier noch andere Vorkommen in der Nähe haben. Ah, ich glaube, das wird sportlich. Mal sehen. Jo, Manex, vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support. 4 Monate schon am Start. Vielen, vielen Dank. Ach ja, ich habe neue Alerts gebaut. Ich habe in meiner Corona-Phase genug Zeit gehabt dafür. Und ich glaube, das Audio-Ding ist wieder synchron inzwischen. Ich weiß aber immer noch nicht, woran das lag, ehrlich gesagt. Aber ist okay. Hauptsache funktioniert. So, Kupferkabel sind fertig. Dann kann der hier schon mal was bauen. Sehr gut. So, die Kiste ist auch fertig. Wie gesagt, ich würde behaupten, wir nehmen hier Kohle mit rein und packen hier die nächsten 5 Drohnen mit rein. Genau.
Ich habe es natürlich geschafft, ne, diese beiden Kisten wieder genau in den Weg zu stellen. Ich glaube, die setzen wir gleich nochmal um. In dem Modpack ist Ausrufezeichen Factorio Mods. Ich hoffe, ich habe da alle drin. Nee, habe ich nicht, aber das löst sich von alleine, weil da ein paar Abhängigkeiten drin sind, die bei Castorio und Co. automatisch installiert werden. Daher sollte das gehen. Gut, gut. Wir brauchen wieder mehr Eisen, wie gehabt. Was haben wir hier drin? 175. Das können wir gleich noch ein bisschen aufteilen hier. Spam incoming. Ja, ist ein bisschen mehr, sorry. Okay, achso, die Forschung war fertig, genau. Dann machen wir doch erstmal... Nee. Doch. Klingt komisch, aber ist so. Guck mal, wir haben schon 5 Stück hier drin. Sehr cool. Wow. Gut, wie wir gerade sehen, Kohle ist so eine Sache, ne?